Hallo zusammen. Willkommen zur kompletten Übersicht des Disc Golf Kurses für die Deutsche Meisterschaft bei uns im Dietmar Park in Freiburg im Breisgau. Wir vom Heads Up Freiburg freuen uns, euch bei uns in Freiburg begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Jonathan Maas, ich bin euer Turnierdirektor. Starten wir bei Bahn 1. Wir haben hier eine Par 4, 165 Meter lang, mit einem Mando, der große Baum, den wir hier sehen, das links umspielt werden muss. Der Weg links wäre OB, kommt aber fast nicht ins Spiel. Und der Tennisplatz hinter dem Korb ist selbstverständlich auch OB. Bahn 2 startet mit einem Hügel hoch. Es ist ein Par 3, 69 Meter lang. Rechts und links haben wir Büsche und sonstiges Rough. Und der Korb steht hinten in der Spitze drin. Gleich schon mal zur Erinnerung, die Bahnen im Video sind noch nicht so final gemäht. Auch die dritte Bahn ist eine Par 4 mit 166 Meter und etwas Höhenmeter. Es geht erstmal den Hügel hoch, um dann hinten in die Schneise reinzuspielen, die man dann wiederum entlang spielen muss. Am Ende der Schneise geht es wieder auf und rechts am Hang steht der Korb. Der Weg auf der linken Seite ist komplett durchgängig OB. Die Bahn 4 ist wieder eine Par 3. Wir haben eine Länge von 100 Metern. Am Ende geht es etwas den Hügel hoch und der Korb steht am Hang. Da könnte es etwas rollen. Ansonsten spielen die meisten hier wahrscheinlich einen hohen Enheiser, um zum Korb zu kommen. OB ist der Parkplatz unten und der Weg, der überspielt wird. Bei der Bahn 5, die eine Par 3 ist und 80 Meter lang, spielen wir eher den Hügel herunter. Hier gilt es zu beachten, dass am Ende auf der rechten Seite ein Netz hängt. Wenn man dort drin liegt, dann gilt ein Relief mit einem Meter vom Netz entfernt. Das Netz schützt die Fahrradfahrer auf der rechten Seite. Ansonsten steht der Korb auch hier leicht am Hang, aber machbar. Die Bahn 6 ist wie gemacht für die Big Arms. Sie ist 330 Meter lang. Unsere erste Par 5, die wir auf dem Kurs haben, führt erst einmal über den Bach, wie ihr gesehen habt, und spielt dann über einer relativ offenen Wiese die 330 Meter entlang. Auf der rechten Seite hinter den Bäumen ist eine größere Straße, die allerdings nicht ins Spiel kommen sollte. Nachdem ihr die langen Würfe hinter euch habt und dann leicht links abbiegt, steht der Korb etwas versteckt hinter den Büschen und Sträuchern. Die Bahn 7, eine Par 3 und nur 60 Meter lang, ist unsere einzige wirkliche Waldbahn. Sie ist sozusagen unser Tribute zu unserem Kurs in Heuweiler oder der HDC, wer es noch nicht gespielt hat. Hier gibt es nicht viel zu beachten, außer dass man die Schneise treffen muss. Bahn 8, 115 Meter, Par 3. Relativ offen, auf der rechten Seite wiederum ein relativ dichtes Gebüsch und hinten dran die große Straße. Ich denke, die Bahn ist relativ selbsterklärend. Bahn 9, Par 3, 86 Meter lang. Hier gilt es hauptsächlich, entweder obenrum um diesen Baum zu kommen oder durch die Lücke, die noch nicht auf dem Video klar ersichtlich ist. Der Wald hinter dem Korb ist so dicht, dass man da am liebsten nicht reinwerfen würde, deshalb ist dort OB. Bahn 10, Par 3, 105 Meter, recht offen. Ein langer Heiser ist hier gefordert, mit OB auf der linken und auf der rechten Seite, wo man drauf achten muss. Ansonsten gibt es nichts Besonderes.